Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ich habe mich gerade so ein bisschen für den Tag fertig gemacht. Ich war die letzten Tage immer ungeschminkt, aber heute hatte ich mal Lust, mich ein bisschen, ja, herzurichten. Dann fühlt man sich direkt auch nochmal ganz anders. Wir haben gestern übrigens ganz viele geschrieben wegen meiner Haut, wie toll sie aussieht. Vielen, vielen Dank dafür. Und einige haben auch gefragt, was ich da für Produkte und so benutze. Ich werde euch morgen früh mal mitnehmen bei meiner kleinen Routine. Ich mache nicht besonders viel. Ich hatte euch das auch vor kurzer Zeit, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber weil so viele gefragt haben, ja, mache ich das gerne noch einmal. Ansonsten beginnt jetzt gleich meine letzte Online-Vorlesung für diese Woche. Wir haben heute das Modul Teamentwicklung und Moderation. Bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Wir sind gerade übrigens fertig geworden mit der Online-Vorlesung. Heute sind wir relativ schnell durchgekommen. Wir haben heute hauptsächlich so über das Thema Teambildung und so gesprochen, was gute Teams auszeichnet, wofür sie da sind und so. Also es war ganz interessant und jetzt auch nicht irgendwie kompliziert. Also jeder konnte da eigentlich ganz gut mitreden und ja. Hallo. Was geht ab? Ich habe mir jetzt vorgenommen, Ingwer-Shots selber zu machen. Ich wollte das jetzt schon länger mal ausprobieren, weil ich die ungern so kaufe, weil man hat dann immer diese ganzen kleinen Verpackungen. Ich finde, das ist ja irgendwie unnötiger Müll, den man dann produziert. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer, die einfach selber zu machen. Ich habe hier auf jeden Fall Ingwer, Zitronen und auch noch Orangen kommen da rein jetzt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und dann zeige ich euch mal gleich, ob es funktioniert hat. Tada! Wir haben jetzt ungefähr einen halben Liter. Nicht wundern, ich habe einfach so eine Wasserflasche von uns genommen. Ich packe den jetzt kurz in den Kühlschrank, weil ich glaube, gekühlt schmecken die geiler. Und dann probieren wir die mal gemeinsam. Okay, ich konnte es jetzt nicht mehr abwarten. Wir probieren jetzt mal. Ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie scharf der sein wird. Oh, ist ein guter Shot. Stabiler Shot. Prost! Ächzen wir den oder machen wir so Wine Weiß nicht, je Tasting? nachdem, wie scharf der ist. Oh. Geht der ab? Was bist du für ein Lappen? Du sagst du mit den Tränen in deinen Du Augen. hast Tränen in den Augen. Wow. Keine Schwäche zeigen. Ich kann nicht mehr. Doch, trink. Doch, ein Schluck. Trink jetzt. Schatz, ich brenne. Ja, es soll ja auch alles wegbrennen. Warum sieht das so aus, als wäre mein Partner nur? Wir sind im Partnerloop. Habe euch gerade das Rezept zusammengeschrieben. Ich speichere das auch in meinen Food Highlights. Dann könnt ihr da auch immer wieder reinschauen. Ihr könnt natürlich damit variieren. Also wenn ihr es nicht so scharf mögt, dann einfach weniger Ingwer nehmen oder vielleicht mehr Honig oder Agaven, Dicksaft reinmachen oder mehr Saft. Also schaut einfach so, wie ihr es gerne mögt und dann könnt ihr das einfach abwandeln. Aber es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert und das ohne Entsafter, weil wir hatten jetzt auch nur einen Mixer da und ja, die Orangen halt natürlich pressen, aber ich habe jetzt den Ingwer an sich nicht entsaftet, sondern nur püriert und dann diese ganze Masse dann durch ein Sieb eben, wie ich es im Rezept schon geschrieben habe. Warum erkläre ich es überhaupt nochmal? Übrigens, falls ihr es gestern verpasst habt, da ging mein neuer Vlog online und so habe ich mit euch gemeinsam mein Ankleidezimmer neu organisiert und es hat sich ein bisschen was getan. Also wenn ihr das schauen wollt, dann wischt jetzt gerne hoch. So, Zeit für ein kleines Homeworkout und ich habe Tommy überredet, jetzt mit mir mein Workout zu machen. Wir trainieren heute Bauch und er trainiert sonst nie richtig Bauch. Und jetzt wird er es zu spüren bekommen. Es ist anstrengend. Weitermachen. Kann ich nicht. Weitermachen. Wie viel ist noch? Schatz, hier noch nicht mal die Hälfte. Warum sieht sie so aus, als würde sie gerade chillen? Ja, das war krank. Okay, noch eins? Aber ich, nein. Ich dachte mir, wir essen mal heute was ganz Simples. Und zwar gibt es Nudeln mit rotem Pesto. Aber ich wollte das jetzt frisch im Thermomix machen. Ich schreibe euch mal hier hin, welches Rezept ich da wähle. Leider darf man die Rezepte vom Thermomix nicht teilen. Aber ihr könnt gerne einfach mal
googeln. Es gibt eigentlich immer viele Rezepte dazu mit typischen Zutaten und da muss man eigentlich im Grunde alles nur zusammenmixen. Und das werde ich jetzt machen und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. Das Ganze übrigens jetzt aus. Ich habe noch ein paar Cherry-Tomaten reingemischt, aber irgendwie ist das nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen cremiger wird, aber es ist schon sehr ölig. Bin gespannt, ob das schmecken wird. Wir haben gestern übrigens angefangen, wieder die Batman-Teile zu schauen. Wir sind jetzt beim zweiten heute und die gibt es alle auf Netflix, falls ihr auch Bock habt.